Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier bei unserer neuen herzoglichen Familie. Es ist jetzt der junge Herzog Johann, der über Thüringen regiert. Er hat eine etwas ältere Frau hier an seiner Seite und schon ein kleines Kind namens Otto. Und wir haben Johann schon etwas kennengelernt. Wir wissen, dass Johann komplett ambitionslos ist, einfach zufrieden und faul, ja, das Leben genießen möchte, den bescheidenen Reichtum, den er hier als Herzog genießen kann, den möchte er auch genießen. Allerdings ist das im Moment nicht möglich, weil leider hier noch ein Krieg im Reich herrscht, was ihn ärgert. Der muss beendet werden und es wird von ihm auch im Prinzip verlangt, dass er die Armee selber führt. Insofern müssen wir ihn leider dort auch noch hinschicken. Aber ein Ende ist in Sicht, so hofft er zumindest. Es gibt aber noch ein paar Entscheidungen zu treffen. Und ja, die vielleicht gravierendste ist das Thema des Kreuzzuges, der in 6 Monaten beginnt. Es geht gegen Andalusien oder es geht um das Königreich Andalusien. Und man muss sagen, das ist schon, ja, das ist schon ein dolles Ding. Ein Riesenkreuzzug. Wenn das so in die Hände der Christen fällt, dann ist die Reconquista quasi abgeschlossen. Ja, schaut euch das mal an. Das ist nahezu das Gebiet, was hier betroffen ist. Also eine große Sache, aber er ist faul. Er ist faul und zufrieden und kann da jetzt nicht so richtig die Motivation hernehmen, sich auf so eine lange, beschwerliche Reise zu begeben. Deswegen wird er Gold spenden. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie viel? Er hat ja einiges angesammelt. Ich denke nicht, dass er super knauserig sein wird. Das gibt ja hier 3 Möglichkeiten. Das würde dann eher wirklich ein geiziger Charakter machen. Das sehe ich bei ihm nicht. Ich denke, er wird auch jetzt nicht unbedingt großzügig sein. Das würde jetzt ein sehr frommer Charakter machen. Er wird hier so einen normalen Beitrag leisten. Hier steht großzügig. Ich denke, das werden wir tun. Der Papst findet das auch gut. Es gibt einen Meinungsbonus. Es gibt sogar noch ein bisschen Frömmigkeit. Aber dadurch sind wir die Sache dann auch irgendwo los. Und das ist ihm sehr, sehr recht. Okay, das nächste, was wir klären müssen, ist das Thema Lebenswandel, wie wir das handhaben. Und ich will es tatsächlich doch ein bisschen anders machen als bei seinem Vorgänger. Ich habe mir jetzt mal angeschaut hier sämtliche Lebensschwerpunkte in den einzelnen Lebenswandelbereichen. Ich habe mal durchgelesen, was da als Beschreibung steht. Und ich habe mir das für ihn so vorgestellt, wenn er irgendwo besser wird, dann auch nur quasi so nebenbei, weil er diese Dinge sowieso ohne große Anstrengungen macht. Und da gibt es jetzt nicht so viele Schwerpunkte, die man nutzen kann. Meines Erachtens ist es hier beim Diplomaten-Schwerpunkt gut möglich. Außenbeziehungen, es wird von ihm sowieso verlangt, dass er hier und da so ein bisschen Korrespondenz führt und sowas alles. Das kann er ja auch ganz gut mit Leuten umgehen. Schwerpunkt auf Majestät, ja, das kann man auch sagen, das passiert so von nebenbei. Traditionen, Rituale und so, klar. Und Schwerpunkt auf Familie, mit denen hat man auch laufend Kontakt. Also ich denke mal, in diesen Bereichen kann man sich nebenbei so verbessern oder Erfahrung gewinnen. Bei der Kriegsführung sehe ich das anders. Strategie, Autorität und Ritterlichkeit, das ist doch mit Mühen verbunden. Da sehe ich ihn gar nicht. Auch beim Verwaltungslebenswandel ist das sehr, ja, mit Arbeit verbunden. Schwerpunkt auf Reichtum, Druckmittel und so weiter. Nee, auch Domäne schon gar nicht. Steuereintreiber, so, das ist ja richtig. Verwaltungsarbeit und Pflicht klingt auch nicht so richtig nach ihm. Also hier sehe ich ihn gar nicht. Einzig noch im Ränkespiel-Lebenswandel hier bei Versuchung. Nicht, dass er jetzt unbedingt so unterwegs sein muss, aber naja, Menschen um den Finger zu wickeln, da gewinnt man auch so nebenbei Erfahrung. Da muss er sich zumindest nicht so bemühen, das würde ich mir so vorstellen. Und Bildung sehe ich auch überhaupt nicht, Studien durchzuführen, sich mit Pädagogik, Wissenschaft zu beschäftigen oder als Theologe aktiv zu sein. Nein, das machen wir nicht. Das heißt, ich werde jetzt immer ein W8 würfeln und aus diesen 4 Optionen dann zufällig entscheiden lassen, was so gerade sein Bereich ist. Und wie wir das dann die Punkte nachher verteilen, müssen wir dann mal sehen, wenn es soweit ist. Ich würfle jetzt eine 7. Das heißt tatsächlich erst einmal hier Schwerpunkt auf Versuchung. Okay, gut. Gucken wir mal, wie sich das dort entwickeln wird. Soweit dazu. Dann habe ich mir sein Inventar, seine Dinge hier mal angeschaut. Ich finde, ein bisschen kann man das auch so nach Charakter durchaus auswählen, was hier aktiv ist.
Hier diese Bücher, die Salier-Chroniken und die Romanze der Salier, das ist schon eher so, ja, ein schöner Zeitvertreib auch, sich schöne Bücher anzuschauen, ein paar Geschichten zu lesen oder Bilder anzugucken. Das passt schon ganz gut. Diese Propagandachronik fällt so in die gleiche Kategorie rein, die würde ich drin lassen. Aber hier, ja, so ein Studienbuch über den menschlichen Körper, da muss man sich schon engagieren, das will er nicht machen. Dafür nehmen wir das Glücksschachbrett mit rein. Schachspielen, ich denke, das passt, könnte ich mir vorstellen, passt auch ganz gut zu ihm, ne? Also ich würde jetzt nicht Faulheit so als komplette Inaktivität ansehen, sondern so Zeit vertreiben und sowas alles, solche vergnüglichen Angelegenheiten, das sehe ich bei ihm durchaus. Dann habe ich gesehen, dass wir einen besseren Arzt hätten als Jürgen. Deswegen werden wir diesen mal ersetzen hier mit Sigismund. Der ist zumindest durchschnittlich befähigt. Den Rest lassen wir mal so. Einen Karawanenführer werden wir demnächst benötigen, weil eine Huldigung sollte schon drin sein. Aber das werden wir erst nach dem Krieg machen. Und ja, ich glaube, das sind jetzt die ersten Dinge, die ich hier erledigen wollte. Warum sind hier oben eigentlich diese schönen Anmerkungen weg? Habe ich die alle weggeklickt? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, sie kommen wieder. Ja, wir haben uns entschieden, hier unten diese Belagerungen fortzuführen. Ich habe ein bisschen Angst. Eigentlich müsste er jetzt dorthin laufen, um selber auch noch weiter zu belagern. Ich habe ein bisschen Angst, dass die KI-Truppen dann plötzlich ihre Belagerung abbrechen. Wo ich sehe gerade, da kriegen wir Probleme, wenn wir das tun. Nee, Verluste will ich jetzt auch nicht hinnehmen. Dann bleiben wir einfach hier stehen und warten mal mit ab, dass die anderen Belagerungen jetzt und möglichst bald beendet werden. Und unsere Frau wird erneut schwanger. Das ist doch schön. So, die Burg müsste auch bald fallen. Weitere Truppen sind im Anmarsch. Was, hier gibt es sogar eine Schlacht, aber nichts, das hat nichts mit uns zu tun. Und interessanterweise hat Meinhard von Chopron eine Freiheitsfraktion erschaffen. Ja, er ist ein bisschen sauer, er möchte gerne in den Rat, aber es gibt keinen Platz für ihn. Naja, wir werden sehen. So, plus 77% Kriegsstand. Allerdings wird das gleich wieder runtergehen, weil Orlamünde demnächst auch fallen wird. Jetzt dürften wir allerdings hier problemlos weiter belagern können. Machen wir das mal. Ja, jetzt sind wir wieder bei 58. Jetzt wird unsere Heimatbaronie gleichen belagert. Aber hier dürfte die nächste Belagerung auch gleich beendet werden. Oh nein, sie haben das abgebrochen. Ernsthaft? Auch warum macht ihr das denn? Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Naja, gut. Unsere Wunde ist zumindest verheilt. Jetzt sehen wir mal, wie wir in Wirklichkeit aussehen, ohne diese fette Narbe. Keine Schultheiße in Lobdeburg. Schlecht. Gleichen wird gleich fallen. Oh, und unsere Frau hatte eine Frühgeburt. Das ist traurig. Ja. Okay, Gleichen wird fallen, dann wird das fallen. Und dann ist nur noch die Hauptstadt da, ne? Es wäre so gut, wenn irgendjemand da mal hochlaufen könnte und die besiegen könnte. Aber nein, sie stehen jetzt leider in meiner Nähe und gucken zu, wie ich belagere. Unglücklich. Ja. Okay, 67%. So. Okay, unser Ratskanzler und Freund Graf Eckehard, der sagt, dass Graf Meginner uns eigentlich mehr bezahlen müsste. Ja, da würde ich sagen, sagen wir nicht nein, oder? Also da müssen wir ja nichts bei tun. Das hat unser Kanzler gemacht. Wir sagen einfach nur, ist okay, wir führen auch einen kostspieligen Krieg. Gibt auch einen guten Grund dafür. Insofern macht mal. So, jetzt bin ich aber gespannt. Belagerung 7 Monate. Das ist jetzt spannend, weil jetzt die Hauptstadt zu verlieren wäre schon schwierig. Wir sind hier bei 4 Monaten. Die Frage ist, kommen wir in 3 Monaten da an? Das ist schwer einzuschätzen. Geht doch da einfach mal hoch. Ich würde sagen, wir versuchen es. Wir bleiben hier und belagern das zu Ende. In der Hoffnung, dass es gut geht. Anstatt dass sie dann hier mal belagern. Aber nein, das tun sie nicht. Und es gibt schon wieder einen Anspruch auf Schmalkalden. Was? Okay, was ist das denn? Ein skasarischer Fürstbischof in Coburg. Die haben jetzt auch Anspruch darauf. Ja, es braut sich. Oh Gott,
Hier ist es jetzt zum Erbfall gekommen. Das ist ja nun wirklich ein riesiges Reich, was hier entstanden ist, Lothringen. Mit 11.000 König Johann. Ist er denn jetzt mächtiger als der Böhmische? Er ist gleichmächtig mit 12.000. Und ich bin mal gespannt, was das jetzt bedeutet gegen den Lehnsherrn. Er hat aber tatsächlich nicht die nötige Militärstärke. Warte mal. Nee, die Fraktion hat sich aufgelöst. Beziehungsweise hier wurde gerade mir gesagt, eine neue Fraktion hat sich geschaffen. Freiheitsfraktion sehe ich aber noch nicht. Sehr merkwürdig. So, wir haben in 15 Tagen die Belagerung beendet. Sind leider nur bei 77%. Das hat also tatsächlich nichts gebracht. Dann ist natürlich jetzt die spannende Frage, kommen wir rechtzeitig hier an, um unsere Hauptstadt zu retten? Sonst war jetzt die gesamte Strategie verfehlt. Wir können nur hoffen, dass das funktionieren wird. 3 Monate. 2 Monate. Es ist absehbar, dass das vermutlich nicht funktionieren wird. Jetzt gibt es eine neue Fraktion. Ah, okay. Jetzt ist die Fraktion wieder da, die wir schon kannten. Nein, es ist eine andere. Herzogin Adela von Holstein soll Kaiserin werden. Ja, sie ist entfernt verwandt. Ihr Großvater war Kaiser. Aha. Spannende Entwicklung, auch überhaupt, dass es dieses Herzogtum, dieses kleine Herzogtum Holstein hier gibt. Lothringen hat da auch Besitztümer. So, die belagern jetzt. Das ist leider zu spät da unten weiter. Wir versuchen, ja, das wird scheitern. Wir versuchen rechtzeitig da zu sein. Ich hoffe, dass die Eroberung der Hauptstadt jetzt nicht zu dramatischen Konsequenzen führt. Es ist schon ein bemerkenswerter Vorgang, muss man sagen. Man könnte es vielleicht so formulieren, dass unser Herzog ein bisschen zu faul war, diese lange Reise. Oh mein Gott. Die lange Reise auf sich zu nehmen. Und jetzt ist Otto echt als Geisel genommen worden. Es wird ja immer dramatischer. Und ein Artefakt ist beschädigt worden. Und sogar ein Höfling getötet. Karl, der ist mir allerdings nicht bekannt. Warte mal, oder war Karl unser. Doch, Karl ist uns bekannt. Das war unser Hofprediger, unser Bischof. Jetzt haben wir einen neuen Bischof Loup, ein Franzose. Eieiei. Was für dramatische Entwicklung. So, jetzt muss eigentlich. Ah, sehr schön. Das kann jetzt hier vollzogen werden. Unsere geschätzte Freundin und Cousine kann jetzt Herzog Valentin heiraten, der jetzt 16 Jahre alt geworden ist. Sie schon etwas älter. Ich fürchte, wir müssen jetzt wirklich als nächstes erstmal mal die Hauptprovinz zurückerobern. Das ist natürlich Ehrensache. Allerdings verlassen uns jetzt unsere Verbündeten. Das heißt, wir haben nicht genug Truppen, um unsere eigene Festung zurückzuerobern. Wie erbärmlich ist das denn jetzt schon wieder? Und wir können denen auch nicht sagen, kommt zu uns und hilft uns bei dieser Sache. Okay, es wird immer skurriler. Dann müssen wir den Rest jetzt leider erstmal befreien. Dann werden die anderen uns mit Sicherheit helfen. Ja, wobei, da kommen ja auch noch welche, die erledigen das dann für uns. Nein, sie marschieren weiter. Ach Gottchen. Was für ein mühsamer Krieg, alles gar nicht im Sinne unseres Herzogs. Es gibt aber einen unerwarteten Besuch, vielleicht etwas Erfreuliches. Mit einem entspannenden Abend, endlich. Im Sinn mache ich mich mit etwas Würzwein und Schachspiel auf den Weg zu den Gemächern, die meine Schwester Richara bewohnt. Ohne zu klopfen, öffne ich die Tür. Richara sitzt am Tisch und schreibt wie wild. Auf mein Räuspern hin schreckt sie zusammen. Sie stopft sich rasch eine Pergamentrolle in die Tasche und wendet sich mir mit banger Miene zu. Ja, das ist auch die Hofantiquarin. Mit der sind wir allerdings auch nicht befreundet. Okay, ja, was machen wir? Nee, wir sind viel zu. Ach,
unambitioniert, um da jetzt irgendwas zu hinterfragen. Wir respektieren einfach ihre Privatsphäre. Völlig in Ordnung. Und nun, eine geheime Wahrheit ist ans Tageslicht gekommen. Meine Mutter, Richara, soll mit jemandem aufs Heftigste kopuliert haben. Ihre Affäre Leopold war angeblich das Objekt dieser verbotenen Lust. Oh mein Gott, wie unangenehm ist das denn? Die Mutter ist sowieso ein sehr schwieriger Charakter. Okay, und Leopold ist ein Gast vom Grafen von Lobdeburg. Okay, es wird Zeit, dass die Mutter jetzt wirklich hinter Schloss und Riegel gebracht wird. Weil wir wissen auch, dass sie geholfen hat bei einem Mordanschlag auf unseren Bruder, hatten dabei keine Handhabe zu reagieren. Insofern, ja, das kann jetzt nicht so bleiben. Ich sehe gerade, unsere Frau ist auch verhaftet. Okay, es wird ja immer dramatischer. So, unsere Mutter sitzt bei uns. Jetzt die Frage, was passiert mit ihr? Ja, was machen wir mit ihr? Wir haben ja schon alles Mögliche versucht, aber sie hat sich als absolut renitent gezeigt. Selbst das Gelübde ablegen nützte nichts mehr. Normalerweise würde jetzt eine Hinrichtung folgen. Aber ich glaube, wir machen hier mal eine Aus... Ja, ich finde in diesem Fall, weil sie ja unsere Mutter ist, finde ich eigentlich Hausarrest, dauerhafter Hausarrest, als Ausnahmestrafe ganz nachvollziehbar. Ne, das wird so kaschiert nach dem Motto, die alte Frau, die ist nicht mehr ganz zurechnungsfähig, ist sowieso schon blind, um die muss man sich kümmern und dann schließt man sie einfach ein in eine Kammer, kriegt sie noch ein bisschen was zu essen und dann ist gut. Ja, ich glaube, das ist okay. Das ist quasi jetzt keine Gefängnisstrafe. Für sie jetzt vielleicht schon, aber nach außen hin eben nicht. Ich glaube, das ist so kann man das machen. So. Okay, wir sehen, es gibt einen Anspruch auf Turin von Graf Bouchard, Graf von Canavese. Naja. So, wir sind hier beim Belagern. Unsere Verbündeten sind nur so halb hilfreich. Das werden wir gleich zu Ende belagert haben. Sehr schön, die Lobdeburg ist wieder in der Hand unserer Vasallen. Wir werden da mal in die Nachbarschaft marschieren, um dort bei der Belagerung jetzt auch noch zu helfen. Die belagern jetzt hoffentlich Schmalkalden. Und dann kommen wir jetzt diesem Kriegsende, wie ich hoffe, endlich langsam näher. Der Kriegsgegner ist jetzt in Ostfalen unterwegs. Der nächste Anspruch. Graf Jean von Savoyen. Sie wollen Turin haben. Tja, ob das was wird mit diesem friedlichen, beschaulichen Leben? Man kann so seine Zweifel haben, ne? Okay, also auch das ist jetzt hier in unserer Hand. Wir brauchen jetzt die Hauptstadt. Ich gehe jetzt sicherheitshalber einfach auch mit rein, wobei man... Warte mal, das gehört aber nicht zu uns. Das jetzt zurück zu belagern, ist, glaube ich, relativ sinnlos. Ich denke, mit der Hauptstadt haben wir die Sache jetzt in der Hand. Wir werden uns jetzt hier positionieren. Im Zweifel damit helfen. Oder würden wir das beschleunigen? Ja, unsere Mangonellen würden, glaube ich, den Prozess schon etwas beschleunigen. Wir gehen dann damit ab. Voller Mannstärke rein. 7 Monate, jetzt sind es nur noch 6. Naja, viel beschleunigt hat das nicht. Die könnten tatsächlich mal hier eine Schlacht schlagen. Sie versuchen es wohl, wie es aussieht. Leider im Moment zumindest nicht erfolgreich. Wenn, dann würde das natürlich auch für den Kriegsstand sehr, sehr hilfreich sein. So, die Zeit geht ins Land. Man fragt sich im Übrigen, was tun hier die Kreuzfahrer? Ja, die relative militärische Stärke ist eindeutig. Hier ist auch schon erobert worden, aber noch nicht allzu viel. So, unser Freund Eckerhard ist gestorben mit 19 Jahren an einer Lungenentzündung. Das ist natürlich dramatisch. Er war der Graf von Straßburg und jetzt hat sein Bruder hier die Sache übernommen. Dietpold II.
mit dem wir im Übrigen auch befreundet sind. Und die Frage ist aber, hat der Kompetenzen, die wir im Rat nutzen können? Er ist ein sehr guter Kriegsführer. Ja, allerdings fehlt uns jetzt ein Ratskanzler. Thomas, der alte Recke, den will man ungern rausgeben. Graf Meginer, das machen wir. Graf Meginer wird jetzt hier Kanzler. Und dann wird... Ja, wir könnten Meinheit nehmen. Wir nehmen aber Dietpold, unseren Freund. Den wollen wir im Rat haben. Der wird die Verwaltungsposition übernehmen. Das passt gut. An dieser Stelle sollten wir mal versuchen, hier in Turin wieder komplette Kontrolle zu erhalten. Okay. So. 30 Tage. Dann ist es soweit. Dann wird Schmalkalden wieder uns gehören. Und jetzt wird tatsächlich auch noch Straßburg belagert. Und das fällt ja so schnell in 36 Tagen. Das ist ja unglaublich. Boah, wir haben jetzt nur 66%. Okay, wir müssen eigentlich hier mal eine entscheidende Schlacht schlagen. Und da muss offenbar noch mehr belagert werden. Ja, das kommt natürlich, weil sie jetzt, ja, weil sie jetzt hier wichtige Leute gefangen genommen haben. Genau, minus 50%, sonst wäre der Sieg schon lange unser. Es ist unglaublich, wie viele Meinungen und Bedürfnisse mein Sohn und Erbe Otto hat. Meistens werde er mir sogar sagen, was ich zu tun habe, anstatt andersherum. Er wird herrisch. Davon erleben wir leider im Moment nichts, weil er nicht bei uns ist. So, jetzt ist Straßburg gefallen, aber jetzt werden wir hier eine Schlacht schlagen. Wir müssen bloß aufpassen, dass wir jetzt hier nicht auf der falschen Flussseite angreifen, aber so passt das. So können wir den Gegner hier vielleicht abfangen. Jawohl. So, und jetzt sollten ausreichend Verbündete mit reinkommen. Der Gegner hat einen sehr schlechten General. So, allerdings sehe ich gerade, dass ein Herzog... Ach so, das ist noch unser Bündnispartner. Der tritt in den Krieg mit ein, Gott sei Dank. Mhm. Dann gucken wir mal. Herzog Ferdinand ist ein neuer Bündnispartner unseres Gegners. Der könnte mit reingerufen werden. Im Moment hat er ja den Herzog von Westfalen mit dabei. Okay, das ist ein Problem. Herr Ferdinand der Gichtige von Emilia ist allerdings kein wirklich starker Gegner. So, wir haben jetzt eine Schlacht gewonnen. Was tickt hier eigentlich runter? Gehaltene Ziele. 0%. Was müssen wir halten, um diesen Krieg zu gewinnen? Ich dachte, die Hauptstadt würde da genügen. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Wir müssten eigentlich... Ah, ich weiß was. Wir müssen natürlich Gesamt-Thüringen haben. Und das haben wir aktuell nicht, weil eben Straßburg besetzt ist. Das heißt, da muss jetzt zurückbelagert werden. Und vielleicht geht es bei uns ja genauso schnell wie bei dem Österreicher. Ja, tatsächlich. Straßburg scheint eine ganz schlechte Festung zu haben. Festungsstufe 2 ist problemlos. Und tatsächlich, der Gichtige tritt bei mit seinen 2000 Mann. Aber wenn wir jetzt Straßburg zurück haben, dann reicht es immer noch nicht. Dann sind wir bei 90%. Aber ab jetzt müsste es doch eigentlich hochticken, der Kriegsstand. Ja, ja. Ansonsten müssen wir halt noch eine Schlacht schlagen. Ich würde sagen, wir, die anderen marschieren da lang. Wir fangen mal diese 600er Armee da ab. Vielleicht hilft uns das. Hier ist natürlich Dietwin selbst. Ja. Ich weiß nicht, was lohnenswerter ist. Wir müssen eh in die Richtung ziehen, dann machen wir das mal. Was haben wir hier? Hier wird ein Artefakt verlangt. Okay. Also, Meinhard von Schopron möchte
die Wachskerze des heiligen David. Ja, die spielt für uns ehrlich gesagt sowieso keine große Rolle, ist natürlich ein bemerkenswertes Objekt, aber das gibt uns wenig. Wir sind da durchaus bereit zu sagen, okay, kannst du haben. Wenn wir dafür Ruhe haben, ist das, glaube ich, durchaus eine Tat, die uns ganz gut passt. Bloß kein Stress hier noch mit irgendwelchen Verwandten. So, der Versuch hier eine Armee abzufangen scheint zu gelingen. Da kommt nochmal eine größere gegnerische Armee. Die Schlacht ist erneut gewonnen. 94%. Ich würde prognostizieren, wenn wir jetzt diese Schlacht auch noch gewinnen, diese große hier, dann dürfte der Sieg in unserer Hand sein. Und das, deswegen marschieren wir da jetzt ran. Und es sieht gut aus. Der Verteidiger, Gott sei Dank, mit solchen wirklich schrecklich schlechten Anführern. Endlich ist es soweit. Endlich. Was für ein mühevoller Krieg. So, was passiert? Herzog Dietwin verliert sämtliche seiner Ansprüche. Außerdem werden natürlich die Geiseln freigelassen. Unsere arme Frau und unser Kind. Und er bezahlt riesige Mengen an Reparationszahlungen. 1000 Gold. Das ist natürlich jetzt meine Hausnummer. Damit können wir uns einige Annehmlichkeiten leisten. Das ist jetzt hervorragend. Okay. Endlich. Otto ist wieder frei. Und unsere Frau wollen wir vielleicht auch nicht vergessen. Unsere Armee können wir auflösen. Ja. So sieht die Welt doch gleich wieder anders aus. Sehr schön. Okay, wir lassen jetzt erstmal sich alles so ein bisschen normalisieren. Wir gucken mal, was ist, was, unsere Frau, wo, hä? Es wurde doch ausdrücklich gesagt, dass alle Geiseln freigelassen werden. Wieso nicht unsere Frau? Hä? Warte mal kurz. Lösegeld bezahlen. Wir müssen jetzt echt nochmal für die Freilassung der Herzogin bezahlen. Das finde ich eine Frechheit. Da stimmt irgendwas nicht. Aber wir versuchen, also ist natürlich wichtig. So, okay, alles klar. Er nimmt das an. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sind seine Finanzmittel eigentlich? Minus 1209. Oha. Oha. Das Gute ist, es gibt eine Aktivitätseinladung zur Jagd. Na, das klingt doch jetzt schon mal interessant. Aber auch da muss man ein bisschen aufpassen. Genau hier, ne? Herzogin Ide in Mittelburg. Da kann ich jetzt schon sagen, das wird er nicht annehmen, weil die Reise dorthin ist einfach viel zu beschwerlich. Also hier so in der nahen Umgebung, da reist er hin. Und eigene Jagden vielleicht auch mal, wenn es passt, aber nicht so eine Fernreise über mehrere Monate oder was weiß ich. Das kommt gar nicht in Frage. Das kommt gar nicht in Frage. Warum haben wir eigentlich so hohe Kosten? Ja, unser Kriegsvolk wird erstmal ersetzt. Das ist natürlich einiges. Da müssen wir mal gucken. Gut, also Reisezeit. Nee, also das machen wir nicht. Wir lehnen die Einladung ab. Das steht schon mal fest. Okay, wir wägen mal unsere Optionen jetzt ab, was wir am besten machen oder was wir machen wollten. Es gab Dinge, die wir, ja, die wir nach dem Krieg beginnen wollten. Und ich denke, wir starten mal damit, dass wir Auszeichnungen vergeben. Und hier gibt es tatsächlich nur zwei Möglichkeiten. Und da mir jetzt der Bürgermeister Ogier nicht so richtig aufgefallen ist, würde ich sagen, erschaffen wir eine erste Auszeichnung für unseren Onkel. Und die Bezeichnung finde ich schon sehr schön. Stolz von Thüringen. Und jetzt müssen wir ein Hauptauszeichnungsattribut wählen. Wir können Hausleitstern wählen. Das bringt pro Stufe, das muss ich mir jetzt mal genau angucken. Stufe 1. Hausmitglieder in einer Armee mit diesem Ritter werden etwas seltener verwundet oder getötet. Das ist doch schon mal eine schöne Sache. Auf Stufe 3. Bekanntheit. Eure Kinder erhalten Hastiludius, wenn sie volljährig werden. Das ist natürlich auch eine sehr schöne Sache und
Dann noch auf Stufe 6. Ach so, da wird nur die Bekanntheit dann noch weiter verbessert. Also das gefällt mir. Dann haben wir Grobian, was wir noch nehmen könnten. Was sind da die Boni? Schreckenszuwachs pro Tyrannei. Ja, das passt zu uns jetzt nicht so richtig. Einkerkerungswahrscheinlichkeit ist ganz nett. Gut, das ist jetzt seine Spezialität. Oder Fels wäre auch noch möglich. Reisesicherheit. Ja, ich meinte, das wechseln wir mal. Das nehmen wir mal. Wir nehmen mal Fels. So, nach dem Motto, Reisen ist sowieso schon umständlich genug. Da sollten wir wenigstens sicher reisen. Also, wir erschaffen die Auszeichnung Stolz von Thüringen. Kostet uns 100 Prestige. Und ab jetzt kann sich Thomas verbessern, damit wir hier die nächsten Stufen erreichen. Im Moment ist es nur so, dass Hausmitglieder in einer Armee mit diesem Ritter also seltener verwundet oder getötet werden. Soweit dazu. Die andere Auszeichnung werden wir dann anlassbezogen vergeben. Wobei ich mich gerade wundert, Graf Dietpold von Straßburg ist selber auch ein ausgezeichneter Ritter. Wahrscheinlich hat er sich selbst ausgezeichnet. Möglich ist es. So, jetzt denken wir über die Stationierungen nach. Schauen wir mal, was wir da für Boni bekommen würden. Wir haben gepanzertes Fußvolk, Mangonellen, gepanzerte Reiterei und Pikeniere. Und stationieren können wir hier oben und in Turin. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich sinnvoller ist, jetzt die mit dem vielen Kriegsvolk, also Größe 3, dann auch zu nutzen. Wobei wir haben auch Pikeniere mit 4, das ist schon auch sehr stark. 13,2, 3,3, ja. Hier kommt der Bonus durch den Donjon und die Holzkasernen. Ich gehe nochmal kurz einmal zurück. Ja, weil wir 400 Pikeniere haben, nehme ich da den maximalen Stationierungsbonus mit. Die werden in Schmalkalden stationiert. Dann machen wir das gepanzerte Fußvolk. Oh, 4,8 dort, ja, in gleichen. Und dann ist die Frage eher die Mangonellen oder die Reiterei. Ich tendiere so ein bisschen zu den Mangonellen. Aber mal gucken, was gibt es bei der Reiterei? Ist halt nur eine, ne? Und ich weiß nicht, ob wir uns da plus 10, allerdings ist auch sehr verlockend. Komm, wir machen das so. Okay, das hätten wir dann auch getan. Und jetzt gibt es eine Pflichtaktion. Bevor wir irgendwas anderes tun, werden wir wohl oder übel die Huldigung vollziehen. Übel sage ich, weil unser. Ah, geht aber gerade nicht. Kaiser Günther ist auf einer Reise. Das ist ja interessant. Kaiser Günther, wo bist du? Wir sehen seine Reise im Übrigen. Was macht er da? Reist nach Kammersberg. Jetzt würde ich mir gerne angucken, was in Kammersberg los ist, aber ich kann es leider nicht erkennen. Was wird der Kaiser da wo wollen? Er ist allerdings auf dem Rückmarsch, das sehen wir hier. Vielleicht ist das der Grund, warum wir nicht mehr sehen, was er dort zu erledigen hatte, weil die Aktivität ist schon zu Ende. Ich würde mal sagen, wir warten mal ab, bis der Kaiser wieder daheim ist. Und dann planen wir unsere Huldigungsreise. So, außerdem haben wir jetzt einen neuen Vorzug freigeschaltet. Und ja, wie das Unkraut im Garten, ja, mit diesen Dingen beschäftigt er sich auch jetzt. Plus 30% Fruchtbarkeit. Das kommt so nebenbei. Allerdings sehen wir gerade, dass wir eine gefährliche Fraktion haben. Dann sind schon zwei Mitglieder. Graf Dietpold, unser Freund. Ach nee, Quatsch. Da habe ich mich verguckt. Meinert von Schopron und Graf Meginer von Orlamünde. Nochmal übrigens zurück hier zum Lobdeburger. Ne? Da haben wir jetzt leider die Möglichkeit verloren, hier gegen ihn was zu unternehmen. Das wäre ein Akt der Tyrannei, dass ein Kerker noch das Titel aberkennen. Wäre wieder mit einem Krieg verbunden. Dazu ist er einfach zu faul. Das kommt jetzt nicht in Frage. Aber ich wiederhole nochmal. Was jetzt wichtig scheint, ist die Huldigung. Wir werden kein besonderes Geschenk auswählen. Aber liebe Leute, ich habe gerade mal hier auf die Uhr geschaut.
Ich denke, das ist eine schöne Sache für den Start der nächsten Folge, unsere Reise zum Kaiser, der doch etwas weit entfernt ist. Ja, es geht durch Wälder und über Gebirge, unangenehme Reise, mit Beschwerden verbunden. Sowas mag der kleine junge Johann nicht. Wir werden sehen, wie er es überstehen wird. In der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.